Wiesn im Burgenland. Auch bekannt für seine einzigartigen Musikfestivals. Seit über 40 Jahren kommen Festivalbegeisterte nun schon hierher. Das, was ihnen hier geboten wird, ist Musik der Extraklasse mitten in der Natur. Das erste Festival in Wiesn war das Rock Jazz Festival im Jahre 1976. Archivaufnahmen geben Einblick über die Geburt des berühmten Festivals. Wie kam es zu diesem Rock Jazz Festival in Wiesn? Ich habe eine Diskothek in Wiesn. Und habe selbst schon viele Live-Auftritte mit Gruppen gemacht. Und da diese ziemlich publikumswirksam waren, habe ich mich entschlossen, einen Club zu gründen. Und dieser Club hat praktisch diese Veranstaltung zustande gebracht. Diesen Club gibt es noch heute. Da der Club von Franz Bogner der Initiator des Jazzfestivals war, trägt er heute den Namen Jazzpub. Doch was genau ist das Jazzpub eigentlich? Ist es ein Gasthaus, eine Disco oder doch ein echtes Pub? Ich glaube, das ist halt einfach eine regionale Bar, die halt aber trotzdem um die Grenzen schon rundherum Leute anziehen kann. Jazzpub kann man nicht beschreiben, Jazzpub muss man erleben. Jazzpub ist Jazzpub, da muss man da gewesen sein. Dann weiß man, was Jazzpub ist. Was Musik angeht, kennt das Jazzpub keine Grenzen. Von Reggae über Jazz bis hin zu Techno. Hier wird wirklich alles geboten. Damals wie heute finden hier Veranstaltungen mit Künstlern aus aller Welt statt. Eine ganz besondere Veranstaltung, welche immer mehr Besucher ins Jazzpub zieht, ist eine Techno-Veranstaltung. Das Konzept: Tanzrausch. Was den Tanzrausch so erfolgreich macht, ist sein einzigartiges Konzept. Wer will, kann sich hier von Bodypainterinnen mit UV-Farben bemalen lassen und somit ein visueller Teil des Konzeptes werden. Wir wollen die Besucher anmalen lassen, damit die eingebunden werden. Am Anfang ist es relativ finster hier im Tanzsaal und je mehr Leute mit UV-Farben bemalt werden, im Gesicht oder auch am Oberkörper, wo sie halt wollen, wird es immer bunter hier herin und die Stimmung steigt dadurch immer mehr. Das visuelle Konzept ist also ein wesentlicher Bestandteil dieser Veranstaltung. Wie der Tanzrausch zustande gekommen ist, erklärt Michi Graf, ehemaliger Schlagzeuger von Falco. Es ist einfach so, durch das, dass das Jazzpub schon so lange gibt, die Zeiten ändern sich und irgendwann, wie halt dann der Techno quasi auch ins Spiel gekommen ist und ich selber als Schlagzeuger und auch elektronische Musik nicht abgeneigt bin, haben wir da irgendwann beschlossen, wenn wir hier eine tolle Anlage haben, ein tolles Equipment und die Venue-Strukturen halt alle passen, haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir mal ein elektronisches Fest. Ja, dann haben wir einfach einmal hier die quasi die Local DJs, ohne irgendeinen Star-DJ halt uns einzuladen, einfach mal so ein Techno-Clubbing gemacht, den ersten Tanzrausch und es hat funktioniert. Ein weiteres Highlight ist bestimmt, wenn Michi Graf mit seinem elektronischen Schlagzeug live zur Musik dazu spielt. Fest steht, das Jazzpub gilt als die Geburtsstätte der berühmten Festivalkultur in Wiesn. Und genau das macht es so einzigartig.